Und da sind wir, meine Lieben, im letzten Match des heutigen Abends. Und zwischen unseren schwarzen Lotus gegen Freedom auf Katas Heimmap. Meine Leute, da muss ich mal richtig schreiben. Katas Heimmap, meine Leute. Weltbekannt, Bridgehead. Ich muss hier das nun mal eben korrigieren. Ich habe falsch geschrieben. Sorry. So, und dann habt ihr es nochmal. Und hier unten links startet der Freedom in Blau. Im gewohnten Blau, wie wir eben noch gesehen haben, Silencia mit dem gewohnten Gelb. Hier beide mit den Alliierten. Silencia übrigens heißt jetzt Schwarzer Lotus, hat eine Namensänderung beantragt. Hat aber hier noch im Spiel nicht den Namen geändert. Wir gucken uns mal die Tabellen hier nochmal an, weil da sieht es ein bisschen anders aus. Dadurch, dass unser Freedom gewonnen hat, ist er jetzt mit 3 Punkten an unserem schwarzen Lotus dran. Die hat auch ein Spiel gespielt und gewonnen. Also, die sind beide jetzt punktgleich. Es geht darum, den Ryder im Nacken zu hängen. Und Ryder ist ja mit 2 Siegen, einer Niederlage auf Platz 1 gerade mit 7 Punkten. Also, Spannung steigt. Und wir kennen... Nein! Nein! Und ich wollte die heilige Frage stellen. Wird die Brücke fallen oder wird sie nicht fallen? Wer wird der Erste sein? Und nein. Es war hier unser Freedom. Der hat die Brücke schon rausgenommen. Instant schon. Also das hat sich... Ja, schon erledigt. Die Cutter Bridge ist schon down. Sehr, sehr früh hier. Mann, Mann, Mann. Gab es heute schon die sogenannte Klo-Frage? Wer ist gerade auf Toilette und guckt den Stream? Bitte eine 1 im Chat. Aktuell liegt der Rekord bei 7 Leuten gleichzeitig. Manchmal brechen wir ja noch lustige Rekorde. Die Startposition von unserem schwarzen Lotus, von Silencia. Sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Warum? Die steht sehr schnell damit jetzt schon direkt an der Mitte. Kann hier schon sehr schnell dicht machen. Auch hier schon dicht machen. Anderes Problem. Sie kommt jetzt sehr langsam hier rüber. Ja, aber sie kann nach hinten expandieren. Und ich persönlich finde es... Oh, unser Bouncer ist gerade auf der Toilette. Gab nur eins. Finde es besser, lieber vorne zu starten, so wie unser schwarzer Lotus, und dann eher nach hinten zu expandieren, weil man vorne ja schon massiver gleich direkt aufbauen kann und dann kann man locker nach hinten expandieren, weil die Chance relativ gering ist, dass der Gegenspieler schon mit Einheiten eher nach ganz hinten kommt. Das erklärt auch, warum aus meiner Sicht Nia den entscheidenden Vorteil jetzt hier schon hat, auf dieser Position hier. Beim Freedom, er steht hier auch sehr stabil, also brauchst du jetzt nichts befürchten. Ja, gerade bei der Map haben wir immer dieses Problem mit der Enge. Da muss man ja über die Enge kommen. Aber hier haben wir von Freedom auch schon den zweiten Bauhof. Bei mir dürfte das gleich auch der Fall sein mit dem zweiten Bauhof. Vielleicht wird hier das Rapfeld noch gar nicht gebaut. Bleiben wir mal dran bei der Mia gleich. Wir sehen das mal. Wo geht der Bauhof hin? Fährt nach oben. Ja, und wenn er jetzt richtig auf Zack ist, dann fährt er komplett hier hoch. Da ist nämlich Mia noch gar nicht. Sie steht absolut noch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Sie hat auch noch keinen weiteren Bauhof. Denn das Rapfeld hat sie jetzt erst gerade eben gebaut. Das heißt, der Bauhof musste sie jetzt erst anklicken zu bauen. Das dauert halt noch ein Weilchen. Es sei denn, sie baut nebenbei schon eine zweite Waffenfabrik, damit sich das ein bisschen beschleunigt. Weil dann kriegt man ja einen Baubonus nochmal plus 100%. Und das war aber 200%. An Produktionsgeschwindigkeit. Oh nee, hier positioniert er tatsächlich seinen Bauhof, hier drüben hin. Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht macht er genau das, was er Kraftwerk baut und nach oben fährt. Macht er gut. Macht er gut. Was hier auch hilft bei der Map sind Schiffe. Haben wir aber in den Spielen zwar mal gesehen, aber eher seltener. Die kamen nicht so ins Gewicht. Da muss man schon sehr früh mit den Schiffen kommen, um hier die Flanken zum Beispiel dicht zu machen. Hier einmal links, wenn man hier mit linken Becken einen Hafen hat. Und man kommt hier nicht komplett durch, weil der Matschüberweg hier ist. Dann müssen wir hier nochmal einen Hafen bauen. Ich glaube, hier haben wir am meisten die Häfen früher gesehen, auf dieser Position hier. Die Angriffe sind auch am meisten auch über diese Position gekommen, weil hier sehr breiter Überweg ist. Hier ist er auch deutlich breiter.
Und hier ist der am engsten. Bei mir hat auch den nächsten Bauhof expandiert, auch nach hinten. Wäre auch die beste Position zu expandieren. Wenn sie sich jetzt hier effektiv aufbaut, könnte sie hier gut dicht machen. Das ist übrigens unser Katterdorf. Darf ich vorstellen. Unseren Herrn Vorsitzenden. Bob Marley. Von wegen, der Tod. Er lebt noch. Ihr habt ihn. Könnt ihr hier oben dicht machen, hier in der Enge. Sehr schnell. 4,5 Minuten hat sie noch Zeit. Ja, das ist der Wahnsinn. Alle drehen hier durch. Und sie könnte auch hier dicht machen. Und hier könnte sie auch relativ zügig gegenwirken. Die Frage ist nur, ob sie auch jetzt den Drang nach vorne spürt, irgendwo was dicht zu machen. Ich denke mal eher, dass sie nach unten rechts eher will. Oben links, oben rechts hat sie ja hier nochmal die Bauhof. Jetzt positionieren wir da weiterhin Raff. Hier müsste sie eigentlich 3 Raffs jetzt bauen. Volles Rohr. Voll rauf. 3 Raffs. Hier jetzt, egal ob das hier schnell abgefahren ist, hier eine Raffe, aber auf jeden Fall hier eine Raffe. Wenn nicht sogar vielleicht hier gleich die zweite direkt hin. Ja, da hat er jetzt das Kraftwerk hingebaut. Wird halt ein bisschen schwieriger. Und der Freedom kommt hier schon zum Kundschaften. Und ich hoffe, da könnte eine Tanja drin sein. Tech-Zentrum hat er da schon stehen. Warten wir mal ab, ob eine Tanja drin ist. So, wer wettet, dass eine Tanja drin ist? Also ich tippe eine 1 für Tanjas drin, eine 2 keine Tanja. Aber ich denke mal, da wird eine Tanja drin sein. Man hätte auch beste Möglichkeiten. Oh. Ihr tippt nicht, dass da eine Tanja drin ist? Also ich ist so verdächtig, dass der BMT hier vorne, gerade nach vorne gefahren ist, nach einer logischen Zeit, wo schon eine Tanja hätte ausgebildet werden können, weil das Tech-Zentrum ja auch schon dabei ist. Aber auch hier... gleich der Gegenpart. Na, 2,5 Minuten kracht's hier. Geil. Also 2 Tanjas, auf jeden Fall. Guck mal, wie dreist sie da einfach hingefahren ist. Geil. Wenn sie damit durchzieht, ne? Ich glaube, das nimmt er gar nicht so wahr. Ich glaube, das nimmt er. Das sieht ja gar nicht, dass da der BMT ist. So, hat sich in der Mitte auch nochmal aufgebaut hier. Direkt ein Raff. Ja, also vom Expandieren her, Chris, würde ich so. Oh, fährt mit BMT weiter. Keine Tanja ausgeladen. Oh, keine Tanja. Könnte sein, dass hier eine Falscheinstufung stattgefunden hat. Wissen wir aber noch nicht. Die Liga muss erstmal ein bisschen voranschreiten. Also vom Expandieren ist das durchaus Niveau der zweiten Liga. Also da habe ich recht. Bei mir hat ein Problem. Sie wird ganz schön eingeengt. 3 Rass hat sie hier stehen, wie ich gehofft habe. Ramatasse. Nochmal Rammer-Taste. Nerdy, ich würde diese Frage mit Ja beantworten. Denn es gab Spiele, die ich auch schon gespielt habe, mit einem mobilen Schattengenerator, wo sich die Spieler richtig aufgeregt haben, weil der Schatten sofort wieder zuzieht. Und wenn du ein paar da hast, so 2, 3 in deiner ganzen Front, ist es schon sehr nervig. Oh, Mia da oben. Hat sie eine Chronosphäre gebaut? Nee, ne? Ist ja da oben hingeschlichen. Da, das Dorf ist jetzt down. Wir haben noch 1 Minute Cooldown. Ja, sie versucht zu expandieren. Hat aber gemerkt, oh, hier unten ist was. Oh ja, die Defi kann, guck mal, die Defi ist ja auch lange schon bei mir Zuschauer. Er kann sich noch daran erinnern, wie ich, wie die anderen sich aufgeregt haben. Mit den mobilen Schattengeneratoren, aber so richtig. Er ist aber irgendwie nicht mehr in Mode gekommen. So teuer sind die gar nicht, mobilen Schattengeneratoren. Die helfen auch. Bei mir macht sich hier unten auf den Weg. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob sie gerade so einen Überblick hat, was gerade eigentlich so abläuft.
Ja, sie, jetzt rechtzeitig, jetzt darf losgehen. Warte, BMT ist übrigens weg. Und Mia kann Masse. Ah, da kommt da oben der Freedom mit der Verstärkung. Hat er gemerkt, oh, Frontbase jetzt weg. Jetzt wird's knibbelig. Da er schön einzeln ankommt, hat Mia auch beste Chance, ihn komplett rauszunehmen. Und wenn Mia jetzt einfach nicht aufhört, sondern Gas gibt, dann hat sie ihn in den Sack. Und da wäre jetzt erstmal die dritte Liga schon vom Gefühl her schon wieder richtiger, weil Mia ist gerade aufgestiegen aus der vierten. Sie macht's gut und sie hat noch viele, viele andere Panzer, die sie auch weiter oben hinschickt. Und mit denen könnte sie locker das verteidigen, weil da oben macht sich nämlich der Freedom mich schon auf den Weg. Hier in der Mitte clear. Und Mia muss nur weiterfahren. Sie muss nur weiterfahren. Ein Teil sollte sie zurücklassen hier auf der Brücke. Beziehungsweise im Übergang. Und hier oben kann sie eigentlich gegenhalten und das macht sie richtig. Mit denen losfahren. Direkt hier die Base auch noch raus. So, da oben kann sie dicht halten. Nochmal Kanonenturm vielleicht bauen. Ein, zwei Kanonentürmchen. Wäre optimal. Jetzt holt sich mir alles zurück. Sie hat die Masse. Und sie hat jetzt auch schon die Überlegenheit, um das Ding hier dicht zu machen und das Spiel für sich zu entscheiden. Sie muss nur direkt weiterfahren. Ja, und da gebe ich dir recht, Chris. Wenn er jetzt nur noch ein bisschen an dem Gameplay arbeitet, wird das ein sehr, sehr starker Spieler, weil er wirklich sehr, sehr schnell expandiert. Aber das Balance hinzukriegen zwischen schnelles Expandieren und gleichzeitig auch Einheitenproduktion und auch zu wissen, wo muss ich mich taktisch hinstellen, wo könnte ich was erwarten, das ist halt auch der Kniff da. Hilft nur Erfahrung, also viele Spiele machen. Und Mia hat sich jetzt zwei Basen hier geholt, hat oben einmal rechts ordentlich verteidigt. Also optimal für sie jetzt. Und jetzt haben wir tatsächlich Hälfte gegen Hälfte. So, und jetzt geht sie hier und da könnte sie locker durchkommen. Mal sehen, ob sie auf beiden Seiten jetzt angreift oder ob sie nur auf einer Seite bleibt. Und links kommt sie jetzt durch. Ohne Probleme. Noch mal nach, dass sie sich nicht verfahren. Aber passend Soundtrack hier noch mal zum Einlauf hier. Ja, das ist aber das Blöde, wenn die nicht klarkommen, die Panzer. Ja, Mia muss jetzt weitermachen. Sie darf nicht aufhören, sonst baut er sich krass auf. Und mir gibt Attacke.
Aber aktuell nur von der linken Seite, über die Mitte und über rechts könnte sie auch noch kommen. Macht sie aber nicht. Noch nicht. Oh, sie zieht zurück. Was ist los? Und den Sammler erstmal raus. Das ist auch gut. Freedom setzt nochmal nach. Aber wir gehen mal kurz rechts schauen. Und da ist wirklich viel. Und mir. Gut, sie hat aktuell ein bisschen Geldprobleme. Aber man sieht, Freedom positioniert jetzt erstmal einige Panzer zur rechten Flanke eher hin. Erwartet rechts den nächsten Angriff. Und mir bleibt hier im Übergang jetzt links stehen. Oh, 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 oh. Ah, jetzt kommen die Geldsorgen hier. Ja, sie muss sich weiter nach vorne bauen. Guck mal, hier hat sie einen Bauhof. Positionieren, raff, bauen, fertig. Guck mal, hat sie gehört. Sehr gut. Verkauft jetzt auch die anderen Raffs. Also alle verkaufen. Das ist einfach zu weit weg. Als dass sie noch effektiv arbeiten könnten, die Raffinerien. So, Freedom. Auch leichte Geldsorgen. Hat zwar nochmal eine Finanzspritze bekommen. Aber man hat eben gesehen, wie schnell das runter ging. So, meine Lieben, was meint ihr? Ich finde, sie lässt sich zu viel Zeit. Und läuft Gefahr, dass das Spiel sogar noch kippt. Weil sie links gerade alles aufgibt. Die komplette linke Flanke ist jetzt wieder offen. Und man sieht, der Freedom kommt hier wieder ordentlich an Geld ran. So wie er hier steht, kann er auch gut verteidigen. Er produziert auch fleißig nach. Und wenn er jetzt nicht einfach hier nach links fährt und expandiert. Und hier vor allen Dingen verstärkt. Kann sich das hier ganz schnell wenden. Und Freedom macht's richtig. Baut eine Werft. Gleich zwei. Damit kann er ordentlich punkten. Sie hat sich jetzt zu starr auf rechts hier konzentriert. Es ist kein Bauhof unterwegs. Doch, da ist er. Da haben wir einen Bauhof. Ja, und ich habe euch vorhin gesagt, dass man mit Häfen hier gut blockieren kann. Gerade hier rechts an dieser Position. Aber auch hier. Da kommt auch schon der Kreuzer. Ja, und der drückt natürlich jetzt so ein bisschen, ne? Da wäre übrigens der mobile Schattengenerator, wo unser Lemming das gerade schreibt, Schatten, sehr vorteilhaft. Und jetzt kommt mir ein bisschen der Zugzwang. Man sieht nämlich schon, Freedom positioniert sich links nämlich schon. Und wenn der jetzt auch mit dem Bauhof wiederkommen sollte, gehen wir eben hier durch die Base. Na, noch ist keiner unterwegs. Gucken wir mal, was er hier so stehen hat. Ja, es wird schwieriger für sie. Also 41 Minuten Spielzeit haben wir noch. Und da kommt auch, oh, guck mal. Da kommen noch weitere Kreuzer. Und jetzt mit drei Kreuzer nimmt sie ihn und flankiert sie. Ja, und jetzt. Jetzt wird das harter Tobak. Entweder sie geht. Oder sie greift an. Das ist jetzt die große Frage, was sie jetzt tut. Sie zieht sich jetzt zurück. Und das ist ein Fehler aus meiner Sicht. Sie hat jetzt einen Geldeinschuss und jetzt sollte sie eigentlich Pressing betreiben. Sie hat mehr Einheiten immer noch. Dass sie jetzt aufgibt und zurückgeht, nicht gut. Und wir haben auch keinen Schattengenerator hier. Das kommt noch als nächstes. Schade. Ah, da hat sie es wirklich sehr, sehr gut eingefunden. Und gibt das jetzt auf. Also das ist eine Aufgabe hier.
Mach einen kompletten Linksdrift jetzt. Komplett nach links unterwegs. Also perfekt gemacht, muss man sagen, mal so von Freedom, dass er hier die Kreuzer hingesetzt hat. Und links kommen auch nochmal Schiffe. Da haben wir auch nochmal zwei Werften hier. Und da kommt nochmal der nächste Kreuzer. Das ist jetzt mies. Und er kämpft sich jetzt zurück. Hat auch wieder richtig viel Kohle auf dem Konto. Aber wie spannend das mal bitte ist, ne? Wir haben jetzt heute den ganzen Abend schon so eine spannende Matches, die sich immer wieder zurückkämpfen. Mia muss Gas geben. Sie kann nur noch nach vorne gehen. Nichts anderes mehr. Sie kann nur noch Pressing jetzt betreiben. Das ist der Moment jetzt, wo Pressing komplett betrieben werden muss. Und sie darf nicht aufhören. Meine Lieben, wir haben doch eine Einheitenbegrenzung in der dritten Liga, ne? Bei den Kreuzern. Ich glaube, das war die einzige noch, ne? Oder war es nur noch, war das nur die vierte Liga? Ich glaube, nur die vierte Liga noch, ne? Nur vierte war das noch, ne? Ja, okay, dann ist ja alles easy. Dann ist das, oh, instant weg! Instant weg, einfach weggeschossen. Und jetzt richtig flankiert hier. Ja. Ja, sie hat nur noch jetzt den Drang, sich zurückzuziehen. Aber sie merkt ja keine Chance. Und ich finde, das dürfte jetzt für Freedom der vielleicht wahrscheinlich der zweite Sieg werden hier. Obwohl es so klar aussah für die Mia. Also wirklich sehr, sehr klar. Aber dadurch, dass sie so lange gewartet hat, hat sie das vergeben. Es sei denn, genau, unsere liebe Trauermücke sagt gerade, so ein KI-Move mit der Chronosphäre. Ja, gerade hier. Chronosphäre, Bauhof, zack. Ja, da haben wir Chronopanzer. Chronosphäre sollte das werden, ne? Chronobauhof rüber. Dann Tanja-Baum. Tanja könnte hier so durchradieren. Also mal eben, ganz übel. Geld haben wir ja. Das wäre doch das Einzige, was jetzt so logisch wäre, was sie noch ein bisschen nach vorne bringen könnte. Alles andere, also ein Pressing jetzt von ihr nach vorne zu fahren, das wird sie nicht mehr hinkriegen. Nicht ohne ihn von innen hier. Da kommt, guck mal, Freedom mit der Chronosphäre. Eieieiei. Hat Mia eine gebaut? Nee, sie setzt weiter auf Chronopanzer, aber das wird nichts. Also die Chronopanzer, das ist so ein bisschen ein Problem. Und für er wird es zu teuer, sage ich euch jetzt schon. Effektiver ist jetzt, dass wir erstmal anfangen mit dem Chronobauhof. Oh, null Problemo hier. Und Mia schwimmt in Geld. Aber keine Chronosphäre in Sicht. Und sie würde sogar noch mehr Geld schwimmen, wenn sie hier ein paar Silos bauen würde. Die sind nämlich überfüllt. Eieiei. Das könnte aber auch... Mal sehen. Was meint ihr? Gibt er gleich Gas? Wird er gleich nach vorne angreifen? Er könnte schon längst übersetzen. Also ich würde schon längst jetzt übersetzen. Weil er hat ja vier Kreuzer jetzt hier in dem Becken. Er könnte hier locker das dicht halten, könnte rüberfahren mit den Panzern, die er hier alle hat. Er hat sehr, sehr viele Panzer. Also wirklich sehr, sehr viele. Und Mia probiert es auch weiter mit den Chronopanzer. Mal sehen. Nee, sie baut nichts anderes mehr. Geht nur auf Panzer gerade. Sie zieht jetzt ihre Panzer auch noch deutlich zurück. Und die sind schon
Aber wie viele da gelitten haben. Die sind richtig stark angekratzt. Was wir da noch helfen würde, noch mal ein paar Redbots reinjagen. Ein paar Reparateure. Das könnte noch mal helfen. Die wenigstens noch mal oben zu fixen. Und da kommt BMT und ich ahne Böses. Er hat natürlich jetzt die Zeit und ist beruhigt. Er hat die Oberhand, er kann jetzt locker ein paar Moves probieren. Naja, aber das scheint gar nichts damit zu sein. Greift jetzt das Kraftwerk hier an. Ja, da sind noch ein paar Tanjas drin, ne? Oh, genau auf die Ressourcen auch noch. Oh, alles weg hier oben. Panik, Sprengluder greift hier richtig durch. So, eine Tanja down. Ah, sie geht ja... Oh, das kostet Geld. Guckt euch jetzt mal das Money an. Über die Hälfte runter. Da kommen die Panzer. Jetzt muss er einfach nur flüchten. Direkt rein. Da ist nur ein Bunker. Kann hier dicht. Aber da kommt sie rüber. Oh, sag mal, Speed. Jetzt muss sie aufpassen. Also eher aufpassen. Nicht durchgekommen. Guckt euch die Sammler an. Die verirren sich schon, weil drüben alles leer ist. Naja, gut, hier haben wir noch was. Guckt euch das an. Und er fährt immer noch nicht rüber. Also er hat jetzt... Also finanziell ist der einfach auf einem anderen Level jetzt. Der Freedom. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Also aus Sicht von mir. Moin Nubi, schön dich zu sehen auf YouTube. Da passiert auch aktuell noch nichts. Obwohl Freedom fährt jetzt mit Schiffen hier nach vorne. Im rechten Tümpel. Ja, ich glaube auch, dass sie jetzt so ein bisschen Panik schiebt, Ryder. Ich wäre jetzt auch in ihrer Situation ein bisschen ratlos. Wie kann ich mich da jetzt noch gegenhalten? Weil es kommt jetzt einfach nur so eine blaue Welle, die so eindrucksvoll ist. Wie will man sich da noch wehren, wenn da so ein Backup mit Kreuzern hier noch ist, die permanent schießen? Guck mal, wie viele Sammler hier einfach noch rumstehen. Sie hat auch keine Raffen mehr. Nur mal by the way. Stehen alle nur rum. Die Sammler. Da ist nämlich das B jetzt. Und jetzt setzt er hier an und will das Ding auch nach Hause bringen. Einen zweiten Sieg am heutigen Abend. Und moin Flobo, auch schön dich zu sehen. Ah, da macht er. Das macht er schon gut. Dabei hat Mia das doch wirklich safe gehabt, oder? Also aus meiner Sicht hatte Mia es safe. Also sie hat es wirklich sehr, sehr safe gehabt. Sie hat nur irrwitzigerweise sich zurückgehalten. Und das hat mich so gewundert. So. Weil er hatte auch vorher noch nicht so viele Schattengeneratoren. Also sie wusste, was er hat. Und jetzt ist sie so weit zurück gefallen, dass sie das nicht mehr aufholen kann. Das ist dann immer... Ist auch nicht immer schwierig, ne? Wenn man das aus Sicht mal der Spieler sieht. Wer weiß, was sie wirklich gesehen hat und was nicht. Diese Unsicherheiten, die bestimmen manchmal über Sieg oder Niederlage. Und ja, wir haben viele Unsicherheiten in letzter Zeit bei Spielern gesehen. Ist auch klar. Ich reagiere so, ist gleich eine Unsicherheit. Ist in dem Sinne auch. Die hat nämlich zurückgezogen. Was ich nicht verstanden habe. Gut, hier oben links, als sie hier vorhin durch war, hatte sie nur 5 Panzer, mit denen wäre sie nicht durchgekommen. Aber sie hatte hier, auf diesen Übergang, und hier ganz klar die Überhand. Und sie hat zu lange gewartet und dadurch den Sieg von der Schippe kommen lassen. Ja? Und das Fazit ist jetzt, dass sie hier
so krass überrannt werden kann jetzt durch Freedom. Er hat ja gar keine Gelegenheit mehr, sich in irgendeiner Form jetzt hier irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Also sie hat auch das mit der Chronosphäre, das war ja nochmal eine ganz tolle Idee, auch von den Zuschauern. Da gebe ich euch recht, das haben wir ja vorhin bei KI auch gesehen. Wäre noch eine super Möglichkeit gewesen mit der Chronosphäre. Sie hatte ja auch das Geld vorhin nochmal hier rüber zu porten und von innen heraus ihnen böse zu werden. Das hat sie aber nicht dran gedacht. Da war sie eher mit den Chronopanzern unterwegs und die Chronopanzer, die haben in dem Moment war es einfach nur Geldausgeberei. Weil Chronopanzer sind selten. Also bei mäßig bestückten Basen mit Verteidigungsanlagen erfolgreich. Wenn, das hat ja Freedom vorhin ja gezeigt, nur effektiv, das hat er vorhin nämlich gegen KI auch gezeigt, mit wirklich hier, nicht gegen KI war das gar nicht. Wer hat denn davor nochmal gespielt? Das war Leonidas. Leonidas war das vorhin. Er hat ja mit 4 Chronopanzern auf einmal agiert. Und klar, dann haust du die Dinger ganz schnell runter, die Gebäude. Da haust du mindestens 2 Gebäude gleichzeitig raus. Wenn man aber einzeln so kommt und immer probiert. Das kannst du machen, wenn ein Gebäude nicht direkt mit einer Verteidigungsanlage oder mit irgendwelchen anderen Einheiten belagert ist. Ansonsten ist das Geldverschwendung. Hast du $2000 einfach mal weggehauen. So, ja. Ist die Chronosphäre denn eine gute Investition wäre es gewesen? Aber schade, dennoch saustarker Auftritt von mir, so anfangs. Ich kann nur eins versuchen, ein All-In. Was anderes wird sie nicht mehr schaffen, weil sie keine Einnahmemöglichkeiten mehr so richtig hat. Das ist einfach zu wenig hier. Die werden sich gleich hier auch noch verkeilen, die Sammler. Es sind einfach zu viele. Dauert nicht lange, bis die sich dann verkeilen. Und wir haben auch noch das Problem, dass hier die Kreuzer einfach mächtig im Nacken hängen, ne? Also, die brauchen sich nur hier hinstellen und dann schießen die wieder hier auf die Sammler rauf und dann, ja. Sie versucht es jetzt noch, hier massiv zu produzieren, schickt auch nochmal unseren Vorarbeiter Bobby nach vorne. Ob der Bobby jetzt gleich vorne sagen wird, okay, wir können go, das vermag ich bezweifeln. Also unser Front-Bobby, unser Back-Bobby, der sagt ganz klar, bleibt zu Hause. Ja, und jetzt kommt auch noch der Beschuss hier und ganz fies hier auch nochmal die Helis hier von Freedom. Und rechts, ja, optimal jetzt gerade, ist alles frei, kannst du durchfahren. Er nutzt auch aus, fährt jetzt direkt jetzt rechts dran vorbei und jetzt auch noch links. Ja, jetzt kommt die Masse, jetzt ist es. Ah, jetzt erleben wir das größte Gefecht jetzt hier des Abends. Die Masse schlägt jetzt ein. Der Freedom, er setzt hier wirklich zum finalen Schlag ein. Hier probiert einfach nochmal alles irgendwo hinzuziehen. Irgendwie noch was zu erreichen. Ist klar, dass das jetzt die letzte Möglichkeit noch ist, irgendwas zu tun. Damit dürfte, wenn ich das jetzt nicht richtig täusche, der Freedom bis auf einen Punkt an den Rider ran sein und damit das beste Verhältnis hier jetzt aktuell haben, also ohne Niederlage aktuell. 2 Spiele, 2 Siege. Herr Bobby. Das ist unser Office-Bobby.
Und da haben wir noch die letzten beiden hier oben und dann ist das Match gelaufen. Also ich prognostiziere, ja genau, Chris, du sprichst mir immer von der Seele. Es wird eine sehr, sehr spannende Liga, die dritte Liga. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja, und bei Mia müsst ihr wirklich aufpassen. Die ist wirklich echt stark unterwegs. Also, sagt man nicht anders. Das habt ihr ja eben gesehen. Die war ja sehr früh mit Masse da. Aber dieser Unsicherheitsfaktor, der hat ihr so ein bisschen ja, den Sieg gekostet. Das war nicht die letzte Einheit. Irgendwo krebst noch eine Einheit rum. Aber das war schon echt jetzt demütigend nochmal mit der Atomrakete nochmal oben rauf. Dahinter ist der Spion, hier hinter. Da, er ist versteckt. Macht wieder Versteckspiel. Hier hinter ist er versteckt. Da, da zuckt er, sieht ihr? Achtet mal genau da, da zuckt er immer mit der Waffe. Mal sehen. Aber, ja, jetzt werden die Hunde ja praktisch, die man mit den Sowjets spielen kann. Meine lieben Leute, wir werden gleich nochmal ein Gewinnspiel machen. Wir verlosen gleich nochmal ein CD-Key für Civilization 6 und aus Fairnessgründen bitte auch nur dran teilnehmen, wenn ihr dieses Spiel auch wirklich spielen wollt. Ich vertraue euch da. Nicht nur, weil ihr dann die CD-Key einfach irgendwo weitergibt oder so, sondern wirklich, wenn ihr dieses Spiel wirklich haben wollt und noch Lust darauf habt, dieses zu spielen, dann machen wir gleich nochmal eine Auslosung nach diesem Match. Warten wir mal, bis die letzte Einheit hier gefunden wird. Weiß ich gerade gar nicht. Darkuru, guckst du noch zu? Ist das die Complete Edition von dem sechsten Teil oder ist das die Grundversion? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Standard Key. Aber ist trotzdem schon ausreichend. Ich finde das mega. Ich danke übrigens für viele. Also, wenn ihr CD-Key übrig habt, verlost sie gerne, wenn ihr welche übrig habt. Es freuen sich immer welche. Wenn ich auch ein CD-Key mal gratis habe, dann werde ich den natürlich auch verlosen. So, und jetzt muss er erstmal finden. Ja gut, wir haben noch 22 Minuten jetzt. 23 Minuten knapp. Und diese Leute, ne, über diese Regel werden wir nie wieder diskutieren. Ich sag euch warum. Ich habe jetzt letztmalig die Abstimmung durchgeführt in der Season 4. Und die Mehrheit hat entschieden, wir sollen es so lassen, wie es ist mit der Regelung. Heißt, ich werde nicht mehr darüber diskutieren. Die Spieler wollten es so, Punkt. Beschwert euch bei den Spielern, ansonsten müsst ihr selbst eine demokratische Abstimmung machen und das selbst mit den Spielern organisieren, aber ich werde nichts machen. Das nennt sich geklippt. Chris, kriegst du das noch hin? Warum schreibst du immer geslippt? Na, ich hab's oft angeboten, ich hab mich oft gegen die Community, also gegen Spieler auch, aufgestellt und habe gesagt, ich mag die Regel absolut nicht, ich hätte sie aufgeweicht, aber nein, ihr habt zur Mehrheit entschieden, also optisch. Alles andere muss von innen passieren. Also da muss tatsächlich die Community wirklich dann selbst agieren und zu 80% gleicher Meinung zu mir kommen. Ich sag, von mir werde ich eine Umfrage nicht nochmal machen, weil ich immer die heftigsten Diskussionen dann immer habe. Ich habe das angeboten, das nochmal abzuvoten, aber nein. Final. So, ja, es ist nur noch diese eine Einheit. Ja, es ist nur noch der hier. Ja? Was meint ihr? Ist Hardcore. So, steht hier direkt in der Base, die Einheit. Hier, hinter Bäumchen, da zuckt sie immer so. Zwischendurch taucht sie so ein bisschen auf. Find die mal. So, liebe Leute. Ich glaube, das wird gleich was. Wartet noch mal Minuten. Ich werde mal derweil mal irgendwas machen. Ihr könnt noch mal quatschen. Ich werde noch mal irgendwas suchen. Schon mal was vorbereiten für gleich. Für die Auslosung. Leute, ich bin echt hart am Überlegen. Ich wollte heute mit den Anno-Folgen eigentlich anfangen und ich bin hart am Überlegen, ob ich meine Anno-Folgen jetzt offline aufnehme, so ein Let's Play mache,
Oder ob ich sie tatsächlich im Stream mit aufnehme und daraus das Let's Play mache und auch so How to Play Anno 1800. Ich bin echt am Überlegen. Ich weiß es nicht. Ich bin eher so der Off-Typ für Anno, weil ich kann da ruhiger mehr erklären. Was heißt ruhiger? Es ist auch die Aufnahme ist auch viel, viel besser. Ich sag, wie es ist. Oh. Hat sich da schon was getan? Nee, ne? Er ist ja Hardcore. Der regt sich bestimmt auf der Freedom. Der kennt sowas auch noch gar nicht. Das ist das erste Mal für ihn. Ja, jetzt bringt er alles um, oder was? Warte mal, bringt er jetzt alle seine eigenen um? Ich glaube, ja. Ja, also es hängt davon ab, wann wir Counter-Strike heute spielen, wenn überhaupt noch, wenn die letzte Einheit hier gefunden wird. Die versteckt sich hier gerade hinter. Ja, also Mia versteckt die letzte Einheit dahinter. Warten jetzt nur noch. 18 Minuten noch. Aber wir können ja nebenbei... Nebenbei kann ich ja schon mal das Roulette füllen. So, bitte. Jetzt nicht wieder alle auf einmal. Nur wer wirklich jetzt mitspielen will bei der Auslosung für Civilization 6. Bitte eine ernsthafte 1. Nicht, weil ihr wieder lustig seid. Einfach eine 1. Ich schreibe euren Namen auf. Derpy. Boosted Legend. Merlinex. Dann haben wir Sergeant Dussel. Dann Cap T. Hebelholger. Notfallplan. Der Gerät. Nerdy. Dennis. Deacon. Marin. Wer will noch? Ich verlose gleich nach dem Spiel. Verlose ich ein Key für Civilization, den sechsten Teil, als Standard Edition. So, ich habe jetzt aufgeschrieben. Derpy, Boost Legend, Melinex, Sarge Dussel, Cap C, Hebelholger, Notfallplan, Der Gerät, Nerdy, Dennis, Deacon, Marin. Hier habe ich jetzt aufgeschrieben. Dann haben wir das schon mal. Da kommen wir da gleich auch gut voran. So, also die Einheit steht hier immer noch. Und ich glaube mir, Freedom regt sich gerade richtig auf. Richtig. Eieieiei. Ja. Ja, ja, ihr könnt mit der Regel, ihr könnt das diskutieren, wie ihr wollt. Ich habe mich dagegen gestemmt. Die Mehrzahl der Spieler wollte es so. Es ist einfach so. Ich werde da auch nicht mehr das nochmal anleiern. Die wollten es so. Und ich glaube, viele Zuschauer wissen das auch, diese Trash-Regel. Dass ich dagegen angegangen bin, da haben Chris und ich uns ja im Live auch schon gegenseitig angepumpt. Weil ich bin ja kein Befürworter der Regel, aber die Mehrheit möchte diese Regel. Deswegen, sorry Leute, ihr habt den Absprung verpasst. Ihr hättet einfach anders voten sollen. Nichts mehr zu diskutieren. Genau, dreimal haben wir diese Regel besprochen. Dreimal haben wir dafür gewotet. Irgendwann ist gut. Aber in der Zeit können wir halt viel reden. Guck mal, und die Einheit, die letzte Einheit, sie steht hier hinter. Und wir reden nur noch von 15 Minuten. Und wir wissen, die letzten Minuten werden so richtig fantastisch spannend. Und Mia ist wirklich, sie zieht's eiskalt durch. Sie kennt da nix. Macht sich bestimmt gerade einen Kaffee. Nebenbei könnte ich mir auch noch mal einen Kaffee machen. Leute, ihr habt jetzt die Gelegenheit, mit mir irgendwas zu schnacken. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Oder welche Ideen. Oder irgendwie... Katha, was bringt die Zukunft? Kannst du in die Glaskugel gucken? Frag mich! Ich hab Zeit jetzt.
Ja, keine Hunde, genau. Er kann keine Hunde bauen, das ist das große Problem, ne? Ich, mein Sowjets gerade das. Katha, wie ist es allein zu Hause? Boah, es ist geil. Es ist entspannt. Aber ehrlich, nein, ich vermisse meine Familie. Ich vermisse sie wirklich echt hart. Also alleine zu sein ist auch, du kommst nach oben und es ist irgendwie, es ist doof. Es ist zwar geil auf eine Art, weil du den ganzen Tag was tun kannst, aber mir fehlen sie. Mir fehlt meine Frau. Meine Kinder. Mach doch einen Monat einen CNC-Talk. Nee. Also, ich hatte mal tatsächlich mal vor, dass wir mal so eine Stammrunde machen. Also, eine Stammrunde haben wir ja schon, die habe ich auch mal eingeläutet, aber irgendwie sind da im Moment nicht so viele Leute. Dass man zum Beispiel sagt, freitags ab 18 Uhr oder ab Samstag, dass die Leute sich für CNC treffen. Für so eine Live-Geschichte bin ich, Wochenende ist immer ganz schlecht bei mir. Ich bin freitags und samstags habe ich halt Family-Time. Und da ist das Spiel vorbei. Es ist Ende. Ja, der Panzer ist rübergefahren. Wie geil. Wie geil, durch Zufall. Geil. Ich würde mal sagen, GG hier an den Freedom. Schönes Spiel von beiden. Also Mia hatte es zu Anfangs unwahrscheinlich in der Hand und sie hat es nicht gemacht. Das ist sehr, sehr schade, aber dafür auch umso verfreulicher für den Freedom. Zweites Spiel, zweiter Sieg. GG.